Hey Leute und willkommen zu einer neuen Special-Folge, ja, mit dem Flo hier, hi! Hallo! Wir spielen mal wieder Rocket League, Leute, wie lang ist das bitte her? Ich weiß es nicht. Ich verlinke euch die Playlist einfach mal rechts oben beim i. Da könnt ihr bei den ganzen Folgen vorbeischauen, denn wir haben zusammen mit dem Flo schon ganz, ganz viele Folgen Rocket League gemacht. Ja. Ja, lange nicht mehr, jetzt wieder. Das heißt, ich bin scheiße, wie man gerade gesehen hat. Ich bin einfach gerade auf den Ball zugefahren und habe mich dann nach rechts gedreht. Das ist super. Vielleicht klinge ich ein bisschen verschlafen. Ich bin gerade erst aufgestanden, Leute. Das tut mir leid. Ja, wir werden einfach richtig reinracken. Bin ich mir ziemlich sicher. Ihr könnt gerne mal rechts zu Mami abstimmen, ob wir weiter einfach nur ein bisschen spielen sollen oder ob wir richtig, richtig krass spielen sollen und auch ranked spielen sollen. Also entweder einfach aus Spaß ein bisschen und auch Kacke oder ranked und krass. Aua. Hast du mich da gerade weggekickt? Nee, hab ich nicht. Das war ich echt nicht. Okay. Ich bin ungefähr 20 Meter über den Ball rüber geflogen. Das habe ich gemacht, ja. Ja, mein Auto sieht auch richtig krass aus. Ich kann euch hier mal kurz was einblenden, denn der Flo hat mir gerade ein paar Sachen gesponsert. Das schenke ich dir. Ich bin dabei. Und ja, da bin ich sehr dankbar dafür. Denn ich habe jetzt auch eine Torexplosion. Ja, da habe ich tief in die Tasche gegriffen, du. Ja. Ich bin so ein dreckiges Stück Scheiße, ne? Oh! Oh, diese Torexplosion! Und dieses Auto! Ach Mann, Leute. Und übrigens könnt ihr auch nochmal rechts über dem i abstimmen, ob wir weiterhin Rocket League bringen sollen oder weiterhin The Forest bringen sollen, denn da kam auch ein Video mit dem Flo letztens online, da auch unbedingt vorbeischauen, auch mal rechts oben beim i verlinkt, ja, was ich hier alles verlinke und ja, auf jeden Fall könnt ihr da mal abstimmen, ob wir eher The Forest oder eher Rocket League bringen sollen, und je nachdem werden wir das dann machen. Ich bin gespannt. Habe ich ein bisschen verkackt, ne? Muss man sagen. Ja, ich auch. Ich verkack die ganze Zeit, den Jungen. Aber mein Controller ist ausgegangen. Ja. Yeah. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Ei, ei, ei. Boah, das kann ja nichts werden dann. Ja, das Schlimmste war es mal, da ist es mitten im Flug ausgegangen und habe ich ein Tor verkackt. Ja, oh, Scheiße. Wow, passiert mal. Nee, ich war traurig. Ich verkack Tore auch so. Ey, du bist gerade richtig der Pro, Junge. Ja, krass, ne? Jetzt krieg ich ihn. Boah, bist du doof. Alter, ich hab kein Nitro und hab ihn irgendwie reingeschubst. Ich kann das nicht mehr richtig einschätzen, Digga. Ja, ich auch nicht. Wir haben das ewig nicht mehr gespielt, zumindest ich. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ey, ich ohne Nitro. Ich weiß nicht, vor ein paar Wochen habe ich einmal wieder gespielt. Ich hab, glaube ich, seit... Ah, Controller aus. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab, ja, glaube ich, gut. Seit irgendwie, keine Ahnung, 4 Monaten oder so nicht mehr gespielt. Ja, das sieht man. Hm. Obwohl du schon die 2 Tore gemacht hast. Ja, ich bin immer noch der alte Goalgetter, der sonst nichts macht. Aber ja, immerhin, das ist ja das Wichtige. Das ist ja das Wichtige, dass man auch einen Knipser im Team hat. Alter, jetzt geht's aber los, Mann. Ja, das war jetzt auch wieder so nur angestüpselt. Im Tore machen war ich nie so gut. Ja, sag ich ja, deswegen ist es ja gut, wenn man so einen Knipser auch im Team hat. Ein Knipser? Ja. Ja, das fehlt zum Beispiel der deutschen Nationalmannschaft. Das ist einfach so. Dieser Kack Werner da im Sturm, was kann der eigentlich? Nur rennen, aber der kann keine Tore schießen und ist Stürmer. Ungefähr so wie ich. Junge, Miroslav Klose, kennst du den noch? Das, ja, den war ein richtiger Knipser. Der macht aus jedem Winkel ein Tor. Ja, der war zwar nicht schnell, aber der war kopfballstark und so richtiger Knipser einfach. So ein richtig krasser Boy. Und der Werner, der kann einfach schnell rennen und wenn er vom Tor steht, verkackt er dann alles. Ich mag den Typen nicht, sorry Leute. Wenn den Bayern sich kauft, dann raste ich aus. Ich werd Fürth-Fan. Ja, die haben ja überlegt, den sich zu kaufen, Alter. Ich bin komplett ausgerastet. Wer will den haben? Ja, Fußball, cool. Ja, ich auch. Da kann ich mich nur an die, Mann, an die PES-Folge erinnern. Da haben wir PES gespielt. Ja, warte mal, rechts oben beim i.
Also das war wirklich lustig. Diese PES-Folge, Junge, Junge, Junge. Du als alter Fußballprofi, du kommst ja auch bald wieder vorbei, dann machen wir nochmal eine Runde. Warum sieht dein Auto eigentlich so langweilig aus? Ich mag es schlicht und einfach. Es ist einfach nur blau angekottet und meins ist so richtig so mit dauerhaft jede 2 Sekunden irgend so ein Streifen in meinem Mull. Oder der Knipser wieder! Oh! Oh! Knipser 2! Knipser 2. Oh, ich hab das Banner gar nicht ausgewählt. Oha. Das tut mir leid, der Flo hat mir auch ein krasses Banner gegeben, das ich unbedingt benutzen muss. Sonst hätte er mir die Sachen gar nicht gegeben und ich hab's vergessen. Boah, das muss ich jetzt gleich mal machen. Das ist das beste Banner der Welt. Ich hab keine Ahnung, was das ist für ein Kack. Aber obwohl, ich kann dir noch ein besseres geben eigentlich. Ich glaube, ich hab das auch doppelt. Das, wo ich halt hab. Echt? Das ist geil. Ja, gib mir das mal, hallo. Ich geb dir die Milz des Avocado auch zurück. Oh Mann. Mann. So ein Scheiß. Ich hätte ihn eigentlich abwehren können. Aber ich hab wieder rückwärts gedrückt, anstatt doppelt nach oben. Wer kommt? Ja, ich hab mich wieder verdrückt. Kein Problem. Oh nein, wir verlieren. Kein Problem für mich. Junge, was ein Scheiß. Ich hätte einfach nur hochspringen müssen, was mache ich? Ich spring zur Seite. Ey, wir verlieren noch nicht, was? 15 Sekunden noch. Ja, locker Overtime. Alarmstufe Pink. Komm, du musst jetzt reinhauen. Ich knips ihn, warte. Den ersten Upgrade. Ja. Aber den zweiten krieg ich nicht. Du musst Vorlage machen und das war nichts. Schade. Der hat mich übel. Ich hab's gesehen. Hauen. Ach man, Leute. Ist traurig. So, Leute. Zweite Runde. Neues Glück. Ihr habt mein krasses Auto ja gerade schon gesehen mit diesen durchsichtigen Reifen. Alter, was ist da los? Und jetzt spielen wir in dieser absolut verrückten Map, wo ich erstmal voll am Ball vorbeifliege. Kein Problem. Alter, Mike. Beste Spieler der Welt. Hat er gerade schön geschrieben? Nice one. Und dieses Banner. Junge, was machst du? Ich wollte den Ball aufhalten von so richtig cool. Hängen. Ist eigentlich voll schlecht abgewehrt, aber ich habe ihn immerhin abgefährt. Lol, der hat verkackt. Da schlägt der Knipser wieder zu. Alter, du machst die Tore wie sonst was. Das gibt's nicht. Da hat er verkackt und dann war es vorbei. Ich habe ihn auch so berechnet, dass er nicht mehr rankommen kann. Hast du das so berechnet? Ja. Er ist ja nicht mehr dran gekommen. Das war geplant. Wie hast du das berechnet? Ja. Gibt es eine Formel? Kuchenwinkel, ja. 45 Grad ungefähr. Wie wenn es ein Stückeler Kong schneit. Kong, Alter. Und jetzt schlägt der Knipser wieder zu. Digga, bei dir werden die einfach nicht ab. Ich glaub's nicht. Ey, das ist einfach mein Skill. Das ist dieser Knipser-Effekt. Ich habe ihn extra nochmal an die Wand gespielt und dann habe ich ihn nochmal reingekillt. Extra an die Wand gespielt? Ja. 3-0. Oh, jetzt haben wir noch einen Gegner dazu bekommen. An die Wand. Und abgewehrt. Der Knipser! Nein! Klaut er mir mein Tor. Ja, dann musst du erstmal da stehen als Knipser, Junge. Ach so. So ist es also. Ja. Junge, ja, noch 2 Minuten, es steht schon 4-0. Alter, weißt du noch unser Rekord irgendwie? Ach, ups. 10-0 oder so. Ich hab's verkehrt. Ist der Knipser-Effekt, oder? Ja, komm. Ja, du. Oh! Was für ein Knipser! Oh, was ist das für eine Torexplosion? Ja, krass. Ja, ne? Mit den Blitzen. Der wäre, glaube ich, echt. Ja, der hat ihn gar gemacht. Der wäre echt. Nein. Der ist an die Kante. Ja. Das war ein Knips. Angedreht, dass er sich so reinbiegt. Ja, das war der Knipser-Effekt. Oh, jetzt Vorlage. Warte, den hab ich. Ich schwöre auf alles. Ah, den hat er tatsächlich vor mir. Ich wollte dir noch glauben. Ja, ich hab's gemerkt. Zack. Ach man, aber das war gut. Da ist er schon früh losgeflogen. Alter, wie knapp, Junge. Jetzt ist er auch. Oh. Ja, Leute, das war easy.
Leute, drittes Spiel, dritter Mal Pech, Junge. Kappa hat ein Tor gemacht. Kappa. Und die Früchte sind in mein Gesicht geflogen. Was? Wie gut man einfach sein kann. Ich kick den gerade richtig rein. Er muss aufpassen, das ist ein Tor, ne? Oh, scheiße. Ja, ich hab den Ball gekickt. Alter. Ich hab mich darauf jetzt nicht konzentriert. Tatsächlich. Anstatt, dass er den Ball abwehrt, kickt. Ja, guck Alter, er fährt dem hinterher, um den zu kicken. Alter. Aha, Clap. Was für ein Idiot, Alter. Ich hab den ungefähr durch die Hand. Warte, ich hab den! Sorry, Junge, wie komplett eskaliert, Alter. Ja, ich. Nein! Doch. Wie haben die das denn gemacht? Wie geplant? Ja, tatsächlich war das geplant. Ja, geil. Das war jetzt richtig reingelackt. Weil ich habe mich mit dem richtig gebietet. Hier, zack, boom, bang. Und der Ball prallt einfach zu dem Arsch. Und ich komme da, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Es war zu spät. Komm. Oh. Der Knipser! Der Knipser ist back. Jetzt bin ich in Form, jetzt. Jetzt geht's los, oder? Ich bin bereit, ich bin in Form, ja, ganz enorm. Das ist der Abwehreffekt, den hab ich. Ja, das glaube ich tatsächlich. Ja, also, der macht er ganz gerne, ja. Kannst du den bitte in die Mitte bringen? Grazie. Alter, war das hässlich. Das war richtig gut, weil jetzt ist nur noch ein Tor, kein Tor Führung. Und das in 1,45. Aber da stand ich halt einfach wieder da. Und deine Vorlage, auch wenn die ein bisschen langsam war, war auch wieder präzise. Die war richtig schnell. Pass auf. Ja, sehr gut. Leute, könnt ihr sogar. Der geht. Komm, bleib dann. Der geht! Ich hab sogar eine Kassette! Was? Warte, der geht. Meinst du, ich komm vor, Vorlage. Oh, der hat. Nein, aber du hast ihn ja. Puh. Ich dachte schon, der springt raus, weil der ihn ja auch noch berührt hatte. Ja, er hat einfach die Vorlage für mich gemacht, Alter. Hier hat er ihn auch noch berührt und dann ist er so hochgetatscht, ich dachte, er springt raus. Ja, guck mal, wir haben es einfach gedreht, easy. Lol. Was war das denn, Alter? Nein! Ja, easy gewonnen. Wir haben kein einziges Spiel verloren, wir sind so gut. Alter, das war ist ja nicht so, als hätten wir das erste verloren. Ach, Mann. Aber da mussten. Da im ersten Spiel mussten wir uns warm laufen und jetzt haben wir zwei hintereinander gewonnen. Den kannst du machen, weil er nicht gefahren ist, aber okay. Echt? Bist du das? Ja. Oh, der geht. Ich mach den! Nein! Ja! Ja, das war auch verdient. Guck mal, wir haben einfach zweimal so viele Tore wie die. Obwohl die 3-0 geführt haben. Wir haben einfach 6 gemacht. Ich habe ihn auch richtig outplayed. Da musste ich jetzt das Tor machen. War das nicht 3-1? Der Typ, ich finde ihn so geil. Der ist irgendwie wie du. So, Leute, das war's von der heutigen Folge. Danke fürs Zuschauen. Ja. Wir haben Spaß gehabt. Mal gucken, wie gesagt, wir werden jetzt noch eine Folge aufnehmen und werden dann von The Forest 2 Folgen und von Rocket League 2 Folgen bringen. Falls ihr Bock habt, könnt ihr noch weitere Folgen sehen, wenn ihr eben abstimmt, je nachdem zu Rocket League oder The Forest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Servus.